Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft. Ich habe mir jetzt noch nicht angeschaut, wie ich das beim letzten Mal gemacht hatte mit den Ständen. Ich lasse die jetzt einfach mal so stehen und baue hier hinten jetzt mal noch die Fischerhütte, die auch vermutlich beziehungsweise den Fischerunterstand. Moment. Ach, ich habe hier ja eine Crafting Table. Da habe ich auch schon eine kleine Idee. Weiß nicht, wie gut das im Endeffekt aussehen wird. Es wird auch so kompliziert zu bauen, weil man so schlecht mit Zäunen bauen kann. Finde ich zumindest. Ich glaube, ich nehme aber die da. Ich glaube, ich nehme die anderen. Da war mein Inventar weg. So, und dann... Dann machen wir das so. Einfach so einen kleinen 4 auf 4 Unterstand oder so. 1, 2, 3, 4. Wo man dann in vielleicht so einen Fisch reinhängen kann. Ich weiß nicht, ob das irgendwie möglich ist. Zum Trocknen oder so. Da kann man als Angler dann, wenn es regnet, sich unterstellen. Das sieht cool aus tatsächlich. Das mag ich. Doch, schön. Das war's auch schon mit der Fischerhütte. Ich bin gerade am überlegen, ob ich den einen Verkaufsstand einfach komplett wieder abreiße, den rechten. Weil der mich irgendwie, ich habe das Gefühl, der blockiert da alles. Ich glaube, den reiße ich wieder komplett ein. Nee, die Musik ist mir gerade so hektisch, das skippen wir. Besser. Viel besser. Man könnte sagen, um ein tausendfaches besser. Ich meine, wir sind hier nicht gerade in einem 8-Bit Side-Scrolling-Shooter oder so. So ein Bullet-Hell-Ding. Sondern wir spielen hier gerade Minecraft. Das war's dann auch mit meiner Axt. Wenn ich... Nee, das passt schon. Jetzt bin ich von der Seite noch nicht ganz zufrieden. Ich bin von der Seite... Ach, meine Axt ist ja gerade kaputt gegangen. Hurra! Ah, ich bastel mir jetzt aber erstmal, was ich gesagt habe, was ich brauche. Ein Eisenhelm, habe ich gesagt, brauche ich. Und Hosen, gell? Ja, da seht ihr das Problem. Reicht schon nicht mehr. Vielleicht zuerst die Hose machen sollen. Jetzt ist tote Hose mit Hose, ne? Kann ich denn... Gibt es sowas wie einen Schrank? Ich glaube, das habe ich schon mal geguckt, gell? Sowas in der Art... Warte mal. Ich spick mal ganz kurz nach. Minecraft Shelf. Gibt Bücherregal oder sonst halt Mods. Ihr wollt ja erstmal das Spiel nicht zumodden. Aus Gründen, dass beim letzten Mal vielleicht etwas eskaliert. Aber irgendwie fehlt hier schon was. Vielleicht bastel ich hier auch einfach nochmal so einen Unterstand. Jetzt habe ich aber kein dunkles Holz mehr, ne? Dann müssen wir den hier halt aus hellem machen. Sagte er und fing wieder mit dem Dunklen an und ich habe keine Axt, um das wegzumachen.
Das Hirn hat wieder zugeschlagen. Daro the Brain. Was mache ich denn eigentlich? Denke ich gerade überhaupt mit, was ich gerade tue? Ich glaube nämlich nicht. Eins, zwei, zack. Eins, zwei, zack. Ich bin nämlich die ganze Zeit überlegen, was ich erzählen soll. Und stattdessen mache ich hier total den Murks. Das war schnell, dass der Erde draufgewachsen ist. Dumm Daro weniger aufs Kommentieren und mehr aufs Spielen konzentrieren hier. Je weniger du denkst, desto länger dauert's. Achso, das wollte ich ja eh. Weil es ja cool aussah. So sah das übrigens nicht cool aus. Meine Version der Pagode. Ich glaube, ich gucke auch nach der Folge mal nach einem Texture-Pack. Wir haben jetzt lang genug ohne gespielt. Das sieht doch echt hübsch aus hier. Da oben würde ich, also hier hinten dran, würde ich gern so ein paar Bäumchen anpflanzen. Dass es hier nicht ganz so kahl aussieht. Und dann sieht unser Fischerdörfchen tatsächlich ziemlich fertig aus, ne? Schön. Ich will jetzt nur nicht schon anfangen, hier eine Straße hinzubauen, ne? Das wäre, glaube ich, ein bisschen Overkill. Das wäre zu viel des Guten, aber das sieht doch fürs Erste wirklich schön aus. Und mir das so... Ich habe jetzt die Taste gefunden, mit der wir das ohne Interface angucken können. Da bin ich sehr zufrieden mit. Ich würde ganz gerne mal, wenn wir jetzt sowieso... Moment, habe ich was zu essen dabei? Ja, ich habe was zu essen dabei. Wenn wir sowieso hier sind, würde ich ganz gerne noch zu dem Schiffswrack da vorne raustauchen. Da hinten. Es ist nur ein bisschen weit weg von meinem Spawn. Da darf ich jetzt halt nichts Dummes machen, ne? Da darf ich jetzt nicht... Jetzt nicht irgendwie denken, ich krieg Sauerstoff in einer Situation, wo ich keinen Sauerstoff krieg und dann draufgehen. Nicht, dass mir das schon mal passiert wäre. Oh, da ist ein Ertrunkener. Hallo? Na du? Woran bist du denn gestorben? Lass mich raten, ertrunken. Hab ich nicht ein Boot? Ich hab doch ein Boot. Warum benutze ich das nicht, wenn ich das habe? Guck mal, da unten leuchtet irgendwas am Meeresgrund. Ist das eine Ruine oder so? Was ist denn da hinten? Da leuchtet auch irgendwas. Alter, hier ist hier überall irgendwas. Ich wollte ja eigentlich zu dem Schiffswrack, aber das habe ich jetzt gerade aus den Augen verloren. Wo ist denn das Schiffswrack jetzt? Da ist unser Dorf. Das heißt, es müsste in der Richtung sein. Hä? Ach, da! Da ist es. Und ich rüste mal wieder mein Schwert aus, falls hier wieder irgendwelche Ertrunkenen auf uns zukommen. Wir müssen halt runter und sofort die eine Stelle finden, wo wir Luft holen können. Sonst wird das nichts.
hier. So, eine Uhr. Eine Schatzkarte und noch hier eine Feder. Papier nehme ich auch mal mit. Das ist ja gar nicht so wertlos tatsächlich. Dafür lasse ich die Flints hier. Die Frage ist das... Moment, mal kurz Luft holen. Ist die einzige oder ist hier auch noch eine Schatzkiste drin? Vermutlich ist hier auch noch eine Schatzkiste drin, aber ich habe kein... Ja, da ist eine Schatzkiste drin. Aber ich habe keine Spitzhacke dabei. Warum gehe ich hoch, um Luft zu holen? Jetzt muss ich auch durchziehen. Ist ja blöd. Komme ich da hinten rein? Nee, das ist zu. Wie komme ich da denn rein? Außer durch hier. Hier ist zu, ne? Die Decke. Ah, dann kloppe ich das mal auf. Ah! Hast du mich erschreckt? Wo kommst du denn her? Steht da plötzlich so ein Ertrunkener? Also ich meine, die sind harmlos, aber... Trotzdem ist es gruselig, wenn plötzlich ein Gegner vor einem steht. Ach, das hat uns jetzt gar nicht reingebracht. Ach, nein. Klasse. Komme ich irgendwie... Das bringt uns nichts, ne? Das wegzukloppen. Und hier? Nee, ich muss da das hinten dran. Das müsste ich wegkloppen, aber da komme ich nicht ran. Weil ich keine Spitzhacke habe. Mach mir jetzt... Hey, keine Spitzhacke, keine Axt. Ich mache mir jetzt einfach einen aus Holz, weil ich es kann. So eilig habe ich es auch nicht. Ich muss mal gucken, ich finde die Idee, die ich hatte mit der Unterwasserbasis, gar nicht so ungeil tatsächlich. Die man sich hier einrichten könnte. Alter! Moment. Nicht ertrinken, ich stecke. Fest. Oh. Luft. Ich habe nicht voll Luft geholt. Moment, ich muss ganz kurz mein Inventar ein bisschen leeren für das, was ich da gesehen habe. Euch brauche ich auch nicht. Und dann ran an den Speck. Und Luft holen gehen. Ein Hoch auf diese Tür. Vielleicht? Ich bin gerade am Überlegen, ob ich das hier schon mal alles abdichte. Ich bin gerade voll besessen von der Idee eines hier. Das hätte ich vielleicht mit Glas machen sollen. Ich habe Glas dabei. Doch, ich habe Glas dabei. Dann müsste ich das hier halt alles irgendwie mit Erde ausfüllen, ne? Huch! Da bin ich gerade wieder irgendwie rausgeglitscht. Das machen wir mal zu. Ich habe keine Erde dabei. Dann kann ich den kleinen Raum hier, kann ich ja auch... Huch, nein, das waren die falschen. Mit Holz ausfüllen. Ha! Schaut hier... Oh. Da scheint noch Wasser zu sein. Muss nur
dran denken. Nein, das war schon wieder zu viel des Guten. Oder? Nein. Hä? Ah! Ich stecke im Boden! Warum kommt da Wasser rein? Ist es einfach wegen der Physik, weil das zu viel ist? Oder weil hier zu viel Wasser außen rum ist und ich hier keine Basis bauen kann? Vermutlich. Schade. Hätte ich echt gern gemacht. Aber es soll wohl nicht so sein. Ich brauche aber noch mehr Platz im Inventar für das Zeug. Das dabei. Jetzt habe ich hier natürlich wieder zugemacht, weil ich hier die Basis bauen wollte. Optimistisch, wie ich war. Ich war jung und hatte noch Träume. Scheiße, 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 scheiße. Autsch. Autsch. Und den Rest auch noch schnell. So, Ausbeute trotzdem. Gut. Plus wir haben eine Erfahrung gemacht. Aus irgendwelchen Gründen ist das Schiff nicht wasserfest. Oder vielleicht, weil es Half-Slabs sind. Muss ich daraus ganze Blöcke machen? Ist es dann wasserfest? Versuch wäre es ja wert, ne? Für so ein geheimes Labor unter Wasser. Geil wäre es. Sind wir mal ehrlich. Dann auch von oben kacke aus, ne? Ich weiß halt nicht, warum das nicht funktioniert. Eigentlich müsste ich das hier einfach komplett voll machen. Und dann dürfte hier doch kein Wasser mehr reinkommen. Wo kommt... Ach, von da. Oder? Oder nicht? Oder doch? Man muss einfach alle Wasserquellen beseitigen. Wahrscheinlich. Moment, seit wann kann Wasser durch Treppen durchfließen? Das ist mir auch neu. Interessant zu wissen, aber neu. Ach, da muss ich da halt alle Treppen wegkloppen. Okay, wenn das Spiel das meint. Achso, ich sollte vielleicht... Ah, nee. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das was wird. Dann müssen wir das Wrack leider verlassen. Unsere Unterwasserbasis wann anders und woanders bauen. Mach's gut, Schiffswrack. Ich mochte dich, du warst ein cooles Schiffswrack. Aber ich glaube, davon ist Leuchte zu bedrohlich. Da halten wir uns mal ein bisschen fern von. Ah! Was hast du denn in der Hand? Eine Angel. Damit machst du mir jetzt nicht so die Angst. Du bist überfahren. Oder mache ich da einen Abstecher hin?
Ich will wissen, was da drin ist. Also, was das ist. Alter. Was ist das denn? Ich bin mir relativ sicher, dass ich da noch nicht rein möchte, oder? Ich bin mir ziemlich sicher. Alter! Alter! Was war das? Hat es mich gerade erschreckt? Was war das? Da hinten ist noch so ein Ding. Da haben wir eine ganz normale Ruine. Ich will jetzt nachts nicht an Land, weil Gegner und so. Ich habe irgendeinen Debuff drauf, oder? Wie mache ich das Ding wieder weg? Und ach, da habe ich den Debuff, oder? Wie mache ich... Kann ich das nicht irgendwie wegmachen? Ach, da. Da ist ein Ertrunkener. Mining Fatigue. Was auch immer das macht. Weg von meinem Boot. Weg von meinem Boot. Weg von meinem Boot. Weg von meinem... Wahrscheinlich, dass ich schlechter abbauen kann oder gar nicht abbauen. Ich weiß es nicht. Da ist ja noch einer. Alter. Du hast die coole Waffe. Die will ich eigentlich haben. Der hat mein Boot kaputt. Der hat mein Boot kaputt gemacht. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich bin im Arsch. Shit! Okay, das ist jetzt gar nicht gut. Freunde, ich würde sagen, um die Gesamtsituation kümmern wir uns in der nächsten Folge. Scheiße. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.